Ja, Freunde, hallo, herzlich willkommen in Aserbaidschan. Wir fahren heute Baku. eine weitere tolle Strecke liegen lassen, wo es hoffentlich nicht regnet. Denn letztes Jahr sind wir alle gestorben, sind wieder alle da. Das sieht doch mal gar nicht so scheiße. Gutes Wetter! Ja, Wetter sieht doch nach Rennen. Erstmal Teller laden. Nehmen Kanada und dann stelle ich hier noch mal ein bisschen was um, Leute. Nehmen wir mal ein bisschen hier den Bremsdruck raus. So ein bisschen. Machen wir mal so, das reicht schon. Dann natürlich noch mal ganz wichtig. Ah, Notausgang ist das. Ausfahren. Ja, das, ja, das ist Notausgang City, ey. Notausgang. Hey, Notausgang. Ja, da musst du sogar Zusammenschnitt gehabt. Ah, eine Sache noch, Leute. Auf der Minimap sieht die Strecke gar nicht so krass aus, aber. Wir fahren uns hier aber mit in der Reality ist die Kurve. Ja, die sind halt sehr eng, die Kurven halt, ne? War das nicht in Baku, wo Verstappen eingekesselt wurde? Nee, wer war das? Raikön? Oh, das ist aber fies. Das war Breaktesting mit. Das war eines der besten Rennen der Saison. Aserbaidschan, das, wo Stroll Dritter wurde. Ja, genau. Das erwähne wo, nicht, genau, Stroll! Beim Start ist doch einer eingekesselt worden. Ja, stimmt. Hier, Bottas und Raikön haben sich da in Haare. Ja. Warte, ich mach kurz Pause, um zu gucken, ob meine Dingens funktioniert. Ich hab Aserbaidschan volle. Ach, guck mal, Traktionskontrolle Mittel, du Hurensohn-Spiel. Ohne Scheiß. Was? Warum steht es nicht immer auf Mittel? War das gerade eben im Rennen vielleicht auch so? Nein. Definitiv nicht, ey. Das wäre. So ein Hurensohn-Spiel, ohne Mist. Warum? Stellt sich's einfach ein. Ich habe echt nur 5 Runden geübt, wenn überhaupt, gerade eben direkt vor der Aufnahme. Dementsprechend bin ich jetzt ziemlich am Arsch. Ich will gar nicht erzählen, was ich gemacht habe. Oh, Jay, Alter, bist du wieder die Hate-Hoffnung, das wär, stimmt. Das wäre geil. Ja, das hast du richtig krass geübt? Ich sag mal so, ich bin ein 50% Rennen gefahren und bin in der letzten Runde ausgeschieden. Also ich predikte mal diese Kugel, aber du warst in den Top 10, ne? Nee, genau, ich war letzter und hab mich 5000 Mal gedreht. Ich bin ganz schlecht gewesen. Naja, du warst nämlich irgendwie Dritter oder Siebter. Ich muss mir Abstand bist halten. Bist du nur hinter mir, Peter? Ja. So, alles oder nix. Dass Reifen der das dran einfach oder Reifen angestellt ab. Hat, das verstehe ich halt einfach nicht. Das will man auch nicht gleich so ganz in meinem Ich hab Kopf auch vorher nochmal gecheckt, bevor wir gestartet haben, ob die an oder aus ist. Also. Das Spiel denkt einfach, du bist ein Noob. Ja, offensichtlich. Du hast nicht hier gibst du jetzt schon Vollgas, Jay, oder? Ja, sicher. Ja, gut. Volle Pulle. Sonst komme ich ja viel zu langsam auf gerade. Ja, genau. Nee, weil ich habe jetzt auch Vollgas gegeben. Ich habe keine Ahnung, wo diese Bremspunkte hier sind, Alter. Ich habe wirklich keine Ahnung, Aserbaidschan. Das war schlecht, du spielst ja ohne Bremspunkte. Ja, genau. Das ist das Problem. Felix, diesmal versuche ich hatte nur ganz wenig Zeit für die heutige Aufnahme zu trainieren und dann habe ich alles auf Kanada gelegt, weil ich dachte, da habe ich Podiumschancen, aber das habe ich ja leider dann auch nicht ganz zumindest einhalten können, das Versprechen. Ja, 2 Punkte hast du, ja. Punkte habe ich, aber es wäre viel mehr gegangen, deswegen ein bisschen schade und jetzt bin ich halt ein bisschen aufgeschmissen hier in Aserbaidschan. Okay, früher muss man hier bremsen. Das waren ein paar Runden, wo ich das so kennenlerne hier. Strecke. Ach komm, man, so schlecht kann ich doch nicht sein. Also wenn ich die Legs weiterhin vor diesen Dreierkurven hab, dann war es das bald. Dann mein Gott, ey, was mach ich hier? Verschwendet Zeit. Das ist richtig doof. Ich glaube, Hamilton ist in Baku recht stark. Ich glaube, die Antwits sind sowieso hier relativ gut. Mein Ziel ist es eine Runde ohne Notausgang. Schaffen wir das? Ja, komm, du schaffst das! Bisher noch nicht. Der letzte Sektor hast du gerade ausfahren. Wow, das ist ja eine atemberaubende Zeit.
1,48. Das ist eine gelbe Flagge. Keine Ahnung. Na, du? Nicht, was da passiert ist, Kiste, ja. Da war wohl ein Fan auf der Peter, Straße. Peter, was bei dir passiert? Du bist nicht mehr hinter mir. Leichter Dreher, ich geh nochmal in die Box. Andere Reifen. Okay. Und einen anderen Frontflügel. Andere Reifen, ist eine gute Idee, da muss ich gleich auch noch. Die nächste Welle. Christian, du bist schnell, ne? Ja. Lass dich hier vorbei. Eieieiei. Danke. Das ist halt im Vergleich zu Spanien. Jay, ist eine bessere Zeit als meine, aber definitiv, weil ich habe über 2 Minuten. Wow! Das ist eine gewertete Runde. Mit dieser Rundenzeit bist du auf P11 vorgefahren. Oh, P11, das ist super. Na guck mal, ein Platz hinter mir. Alter, diese Curbs auf der Innenseite sind ja so hoch teilweise. Ja, die sind echt böse. Das ist hier extrem viel Zeit verloren. Gib Gas! Will nicht noch eine Runde fahren. Wann kommt denn die dumme Box? Die ist hier, die ist aber gerade. Ich bin schon vorbeigefahren, glaube ich. Nee, wissen nicht. Oh, Sammy. Hier? Nein, 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 Sammy. Nicht cool. Brave Katze, brave Kitty, brava Sammy. Weißt du, jetzt hab ich die Zeit verkackt. Brava Sammy. Oh, das waren 10. Hab ich letztes Mal trainiert. Als ich vor Monaten bei Sepp war. Hier? Du möchtest gerne auf meinen Schoß, ne? Ich glaub, der möchte ja woanders hin, wenn ich mir Twitter mit dir gestern angucke. Das war mein Arm. Lol, echt? Das haut sich den Oberschenkel. Nein, das war mein Arm. Ich hab das sowieso nicht geschnallt, wie du meinst. Ja, und liegt zwischen deinen Eiern. Und ich so, okay, er liegt in meiner Arm. Aber du scheißt, dass der liegt aber, auf deinen Eiern drauf, weil er auch da so ein haariger Oberschenkel war. Oh oder yeah! Sowas. Ich hab jetzt mal einfach Bilder von meinen haarigen Eiern. Ja, was weiß ich, was du postest. Geil. So, eine Runde ohne Notausgänge. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Und das ist trotzdem noch der letzte Platz, glaube ich. Ja, immerhin. Immerhin, was? Nein! Du kannst du echt immer sagen, außer auf dem letzten Platz. Da kannst du Scheiße, ich stehe richtig doof. Ich hoffe, hier kommt keiner. Ja, ich komme direkt. Achtung, bleib links. Oh nein, Scheiße, willst du mich verarschen? Das tut mir schrecklich leid. Ja, ist klar. Ich krieg keine Zeit. Das tut mir schrecklich leid, Peter. Das war scheiße. Mann! Fuck! Hast du deinen Frontflügel verloren, Peter? Ja, er ist kaputt. Fahr doch nochmal eben in die Box, Peter. Das reicht nicht. Dafür sind die scheiß 12 Minuten halt zu knapp. Das ist einfach mega scheiße. Peter, du hast noch 4 Minuten, wenn du jetzt reinfährst. Also ich hoffe, ja, guck mal, wo Peter halt ist. Und wo geht vielleicht noch. Naja, man schafft's leider nicht. Dammit. Ich glaube, ich fahre lieber eine Zeit mit dem kaputten Frontflügel. Mit Ford Felix kommst. Welche Farbe hat denn der? Einfach orange. Oh Mann, das war scheiße. Vielleicht kommst du auch vor mir. Warum muss ich denn da auch in welchen Platz seid ihr denn alle? Ecken da. 15. Puh. Christian. Was denn? Welcher Platz? Ganz vorsichtig. Oh nein, oh, ich bin so ein Vollidiot. Ich wollte eigentlich die Reifen noch tauschen, und ich würde sagen. Geil. Ich verspreche es. Übrigens, echt ätzend hier, dass man. Los geht's, Leute, los geht's. Letzte Runde. Verkackt. Nice. Gut. Das hat ja lang gedauert. Ich doch nicht so zum Lachen, Alter. Ich hätte fast einen richtig üblen Fehler gemacht. Mann, ich will doch nicht so verkacken hier. Direkt der erste Bremspunkt immer. Boom, vorbei. Das
Scheiße, warum sind da so viele auf der Strecke jetzt? Fahr ich doch mein Ründchen. Oh Gott, die fahren jetzt alle raus gerade. Ich raste aus. Ja, ich komme voll in den Verkehr. Ja, WLAN hat mich voll rausgehauen, als aus der Box kam. Boah, ich bin so langsam gefahren, so eine Scheiße. Und verkackt. Ja, ist okay, das passiert. Und verkackt, halt, mein Gott. Ich bin raus. Ich fahr noch eine, aufgeschissen. Ich verkacke. Ja, aber du hast ja nichts zu verlieren, Peter, ne? Ja, doch, greifen. Ja, aber du musst ja, wenn du eh hinterziehen bist, ist ja egal. Ja, stimmt. Ja. Ach, scheiße, ey. Scheiße, ich kann gar keine Runde mehr fahren. Oh, das hat jetzt viel zu lange alles gedauert. Depp, jetzt mach mir nicht wieder kaputt. Bleib auf einer Seite. Bist du da hinter? Ja. Ich fahr links. Okay, super. Danke. Komm, Peter, halt die Hate-Fahne hoch. Mit dem kaputten Frontflügel. Ja, ich bin immerhin schon 14. oder so. Okay. Also nicht ganz hinten. Plus 9 Sekunden auf den ersten. 1,41 sind die gefahren, alles klar. So, jetzt geht's auf die allerletzte Runde. Ich hab's geschafft, glaube ich, genug Sprit zu sparen, dass es ausreicht. Jetzt nicht den blöden ersten Bremspunkt verpassen. Bitte. Nee, Moment, ich bin gerade aktuell einfach zu langsam. Ich hab Quatsch erzählt. Okay, weil 1,41 fände ich jetzt ein bisschen hart, da könnte ich nicht aufgeben, weil dann krieg ich keinen hier auf der Strecke. Noch 30 Sekunden. Mann! Sekundenunterschied, dann wäre ihr dann dritten überholt. Weil die fahren jetzt ja alle noch so schnell rum. Ja. Okay, mit kaputtem Frontflügel fahre ich jetzt sofort durchs Ziel. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall schneller als 13. Platz. Aktuell muss ich denn noch fahren, wenn ich das Qualifying beendet habe? Scheiße. Okay, aktuell bin ich noch 10. Ey, nice, Peter! Ich sterb nicht! Ja, doch. Mein Gott. Die Session neu starten. Ja, echt mal. Komm, bitte, nicht den Rennpunkt verpassen, bitte. So, wo drück ich denn jetzt? Session neu starten? Beende die Session oder wiederhole ich? Gar nichts. Drück nichts. Gar nichts. Ja, drück mal gar nichts, also ehrlich jetzt. Tot. Oh, Felix. Ah, schon 12. Alter, 1,44,7, bitte. Was? Wiederholung. Nein, ich starte wieder bei Sepp. Ich bin Dritter, Ludo! komm! Über 2 Sekunden über meiner Zeit! Über 2 Sekunden besser als gerade eben! Jetzt kommt zu DRS! Im richtigen Moment drücken und... DRS ist an! Wir bewegen uns auf die Ziellinie zu! 2,14 besser bin ich! 2,142 und! 13 Uhr! Peter, Dena, Sepp! Direkt hintereinander, sehr gut! Scheiße! Ich bin nicht bei euch in der Nähe! Dalu, Palmer, Peter, Dena, Sepp! Sehr gut! Alter, was für ein Ding! Moment, zwischen uns noch ein NPC. Ja, deswegen sag ich ja, Dalu, Palmer, so. Peter, Dena, Sepp. Wie knapp wir beieinander sind. Oh, Gott, ach, Mann, ey. Ich hätte 10. sein können. Na, er hätte 11. hätte ich sein können in meiner Zeit. Schade. Der Hamilton ist sauschnell hier. Ach, du Kacke. Wie machen die das denn? Das sind ja mal locker 3 Sekunden. Peter, setz dich einfach durch. Scheiß auf Dena und Sepp. Du musst zeigen, dass der Hate einfach stärker ist als diese pinke, komische Wursthaufen. Das Alter. Also die erste Kurve wird wahnsinnig interessant. Weißt du was? Ja, ich glaube auch. Sepp und ich, wir werden dich sandwichen. Also, ja, ich fürchte. Der Krieg ist erklärt, ey. Nee, du hast damit angefangen, ja. Im letzten Sektor nee, ich hab nur Peter gesagt, er soll sich nicht einschüchtern lassen von dem blöden Forke Indias. Ja. Oh Mann, ey, das wird... Also, Peter Felix will genauso in die Punkte fahren wie du. Ja? Das heißt, der darf auch nicht hier Harakiri fahren. Ich will halt fair bleiben, aber gleichzeitig auch nicht zurückstecken, das ist richtig. Ja, so sieht das... Das ist meine Einstellung, so muss das sein. Yo, Alter, die crashen sich hier noch hier. Pieper und Hamilton. Was ist da los? Was ist denn das hier zu für eine Scheiße? Ich hätte auch noch zu Ende fahren. Das sind Bottas und Kjot. Dina, du bist gelb. Ah, Bottas und Kjot.
Ja, ich, ja genau, ich bin meine Zeit mit Gelb gefahren, eben. Das ist ja toll. Ja, es hat mir nichts gebracht. Ja, weil ich wollte eigentlich noch mal reingehen um Rot fahren, aber dann habe ich gemerkt, dass es zu spät war. Mann, ey, mit Rot hätte ich ja noch mal eine Sekunde geholt. Oh, was wäre ich denn da gelandet? Das ist fast vor Hemmel. 46, was? Nee, ich wäre Sechster oder sowas gewesen. 46, 2 wärst du Siebter gewesen. Da wärst du weit weg von allen. Ach, schade, ey. Ach, jetzt bist du mittendrin im Schlimmen, mein Freund. Ich habe einfach die Zeit gebraucht, um zu trainieren. Ja, die haben ja auch die komplette, okay. Die Gerade, das ist auch, glaube ich, die längste Gerade mit Mexiko. Niemand ist auf Geld gefahren. Christian, fahr jetzt schon los. Herr Sepp, du kommst 5 Positionen nach hinten zusätzlich zu dem, wo du bist, oder? Hä? Oh, dann bin ich ja gar nicht Letzter. Warum habe ich eine Strafe? Du stand da. Kommst du 5 nach hinten? Wahrscheinlich fürs Abräumen von jetzt Peter. Und auch noch eine Grid-Strafe hat er sich gegeben. Kann sein, ich habe eine Verwarnung fürs Rasen der Boxengasse gehabt, aber eigentlich... Hast du für unsere Kollision keine Strafe gekriegt? Okay, stelle ich mal weiß 8 Boxen. Ich hätte eigentlich Peter kriegen müssen. Ich war zu... Hey, wieso das denn? Hab ich bei dir auch bekommen. Ich habe mich zu viel entschuldigt, als dass ich... Also da habe ich eine 5 Grid-Strafe bekommen. Das ist halt mit Kollision. Als wir eine Kollision hatten, ich glaube, ich stehe auf bekommen. Platz... Ich glaube, wenn du nur rast... P20, ich bin hinten. Yes! Na guck mal, ihr macht das. Bin ich Letzter! Vorne. Ihr regelt das. Scheiße. Okay, ach, das wird nix. Ey, das dieses Rennen wird nix. Was startest du denn, Felix? Ich starte mit. Rot. Peter mit Gelb. Dalu auch vor. Ja, muss ich ja offensichtlich. Alter, nach dem Start ist ja direkt die Kurve hier. Was soll ich machen, Sepp? So. Ja, Nick. Lol, Alter, die wurden direkt zurückgesetzt. Alter, die wurden in mich reingesetzt. Und ich hab direkt Stress. Jetzt kannst du mal mit der Stroll mein ernstes Wörtchen reden. Jetzt habt ihr kurz Zeit, bis während wir rumfahren. Ich bin hier gerade alleine. Ich guck auf den Weil man ist jung und. Fahren, um die Reifen warm zu machen, anstatt dieses Hin- und Herschütteln. Oh Gott, ey. Da fühlt man sich cool an. Ja, aber ja, warum fahren die einfach ein bisschen schneller? Und in den Kurven, weißt du, wo du halt so hart bremsen musst, dass die Reifen kommen. Wie ist diese Regel, die jetzt gerade eingetroffen ist, eigentlich im richtigen Rennen? Also hier in dem Spiel wirst du ja immer, wenn du jemanden rammst, zum Start zurückgesetzt. Was ist denn das Pendant im richtigen Rennen? Da berührst du dich nicht. Passiert eigentlich nicht. In der Einführungsrunde fährst du nirgendjemanden rein. Ja, weil du willst, ja, aber warum kann das Rennen nicht einfach weiter? Also du bist halt einfach zurückgesetzt, so mit dem Teleport. Ja, dann bist du halt raus. Ja, okay, aber du weißt, und was wenn, ich wenn du jemand anderen halt absichtlich oder was auch immer, oder du dann halt schuld bist und der andere aber halt raus ist, dann bist du halt eine fette Strafe. Also hier fliegen ja immer beide raus. Okay, das heißt, da kannst du doch nicht im Real Life halt aussehen, dass immer beide rausfliegen, wenn sie sich berühren. Zack, immer rechts, immer weg. Ich glaube, was das Pendant ist zur richtigen. Wenn sie sich berühren, dann werden beide disqualifiziert, egal wer schuld. Ja, genau. Das ist die Regel. Also, der wollte nicht gehen. Wow. Oh nein, jetzt ist Telefon. Jetzt ist hier. Jetzt ist Telefon. Dena wurde. Jetzt ist meine Reifen sind jetzt kaputt. Scheiße. Was ist denn da los, Dena? Ah. Nee, ich hab nicht genug Zeit, um an die Post zu gehen. Das funktioniert nicht. Nee. Wenn du starten willst, nicht, sonst bleibst du stehen. Nee, ich will starten. Das wäre auch ein spannender Start. Och, Stroll ist ja wieder hier in meiner Nähe. Ich hab gar keinen Bock auf den, ey. Dalu hingegen finde ich super, ja, Dalu. Ich find gut, dass du da stehst. Mein Bildschirm wackelt. Okay. Mann, ihr also langsam hier. Highspeed. Da kommen sie. Nein, ich kann jetzt nicht an die Tür gehen, auf zu klingeln. Und der weiß, dass du da bist. Du bist immer da. Das ist die erste Kurve. Der ist doch immer zu Hause. Die nehmen doch jetzt Formel 1 auf. Oi, oi, oi. Oh nein, jetzt geht's los, ey. Auf so einer doofen Strecke. Ach, da hinten auch noch Jay. Daneben Sepp. Die kommen von hinten. Alonso ist auch ein Spezi hier von mir. Wäre gern innen, ey. So eine Scheiße. Oh, Hamilton startet ja. Ordnung, Start hier. Oh, da wird schon. Alter, ich wurde halt angeschubst. Das ist einfach verarsche. Oh, das war nicht gut. Nein, jetzt bleibt. What the shit? Alter, das war knapp gedacht. Okay, jetzt kann ich tot. Moment, Peter ist raus. Ja, Peter hat sich hart. Was? Peter ist denn raus? Ja.
Mensch. Weggefickt. Ja, wegen Hülkenbergen kaputten Frontflügel. Ich glaube, Sepp hat dann irgendwie auch nochmal nachgetreten. Nee, du bist halt reingefahren in seinen. Ich wäre fast in ihn reingefahren. Bei mir hast du den nochmal gedreht, glaube ich. Aber ist egal. War eh schon dann vorbei. Wo ist Peter denn gestartet? Auf welchen? Wow. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich will das direkt zur Post gerannt jetzt. Ja, ja. Aber stand denn unten, dass Peer die Session beendet oder sie nur gedreht? Nein, er hat Start gedrückt und chillt jetzt. Okay. Fährt jetzt halt auf. Ja, ja. Oh, Felix, du attackierst hier aber halt. Ja, er muss an ihm vorbei. Ja, das kenne ich, aber ich glaube, du kommst hier irgendwo an ihm vorbei, kann das sein? Ja, ab Start hier werden die aber normal schnell fahren. Die sind ja immer so ein bisschen langsamer hier. Ich will unbedingt in die Punkte und ich habe eh schon kaputten Frontflügel. Dank Herrn Stroll, glaube ich, der irgendeine Scheiße gemacht hat, sodass Hülken bei bremsen musste. Wow. Das war ein Verbremser, kann ich nichts für Stroll, aber es ist sehr verdient. Also ich meine, ich kann schon was für einen Verbremser dazu, aber ja, es war zumindest so, nicht in Leute. Was ist passiert denn da? Keine Ahnung, die erste Kurve, weiß ich auch nicht. Ich wurde angeschubst, habe mich gedreht, wurde noch weiter gedreht. Wow! Oh nein! Oh shit, das war mein. Ach, schade, schade, Sepp. Bottas! Mir ist dasselbe gerade fast auch passiert, aber nur fast. Fuck, weil ich den. Ich hab den. Oh Gott, die NPC ist halt nicht! Doch nicht. Alter! Haben die einen Lattenschuss? Wer hittet da, Alter? Aber sowas von! Ja, haben die, Alter, haben die. Aber sowas von! Ja! Da könnte ich nichts sehen! Oh nein! Oh, tschüss, Dalo! Ey, Safety Car, Safety Car! Okay, alles klar. Schade. Geil, ja, da hätte ich jetzt auch nichts gegen. Alter, was war das denn jetzt für eine Aktion? Oh, Dalu. Oh, die Kurve kann ich noch gar nicht einschätzen vom Bremspunkt her. Da habe ich mich trotz Notausgang gut gefangen. Das war ja ganz krank gerade bei mir, die Situation. Problem. Jetzt nicht besser weiß nehmen. Ja, ich glaube, da komme ich noch schlechter um alles rum. Na, Schnaube da. Oh, okay. Vollausgang. Scheiße. Oh, ich bin im Williams Sandwich, aber Master zieht schon wieder weg davon. Das ist nicht in Ordnung. Nein! Und mein Frontflügel ist ab. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Der Frontflügel ist hier echt bitter. Sind wir in Orange oder so in Gelb? Oh, Dalu. Das war der Frontflügel. Nein. Was so ein Dreck, Mann. Der war schon ab. Gehst du in die Box oder muss ich dich überholen? Du musst mich überholen. Okay. Ach, Mann. Oh. Ja, ich kann auch jetzt in die Box fallen und dann das Rennen als 20. beenden. Ja, so sehe ich das. Ja, das bringt doch nichts. Das ist ja nichts von. Außer Felix vielleicht. Viel zu langsam auch in die Box rein. Ach man, es war so ein guter Start. Oh. Ärgerlich, Blatt, ärgerlich. Ich hab Felix. Ja, tut mir leid. Box. Ah, bremst er sich in den Rundausgang. Da war ich gerade auch. Ja, kleine Duli, da war ich gerade die Runde auch schon drin. Hallo, Dalu. Hallo, Felix. Ich wäre ja immer hier bis der Notausgang. Ich war noch kein Mal im Notausgang. Schiebe ich dich da jetzt gleich rein? Oh nein, wieder ein Ei. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Was machst du denn? Ich hab doch keine Dingens mehr. Dann geh doch an die Box! Ja, dann fang ich aber als 20. beenden. Hä, überhaupt nicht! So Quatsch! Vor allem mit einem Ferrari! Du spielst du Platz 1! Wenn du normal fährst, dann kannst du locker noch Platz 10! Immer drauf an, wie gut man ist! Wie kann man so eine Einstellung haben? Hallo, wieso bist du so langsam? Sag mal deine Position, Jay. 13. Okay, ich hab noch theoretisch Chance auf Punkte, by the way. Ja, nice! Ja, dann, streng dich an! Zeig mich auch an. Dalle, warum bist du so langsam? Keine Frontflügel. Darf dann vorbei? Ja, ne? Die Macht!
Ja, darfst du schon. Alter, aber Windschatten wo? Ist aber schon krass. So, komm, ja, jetzt gleich in der großen langen. Ja. Danke. Der Roboter hat Platz gemacht. Was ist denn? Ja, was ist da denn? Hallo, du musst auch fahren. Jetzt komm ich komm rechts. Ja, ja. Danke. Danke schön. War auf einmal weg. Fahrer vor mir. Haha, 4,6 Sekunden vor Sprungete schon. Ja, der fährt jetzt einfach vorne weg. Das ist so krass, was für eine Zeit der ja alleine vor ihm kann. Hamilton, wenn den keiner rausschießt, wird er dann irgendwie hin. Wobei der schon total auf den Motor ausfahren, oder nicht? Ja, da hoffe ich drauf. Ups. Aber der ist so schnell, der Junge hier. Ach Mensch, ich habe Fehler gemacht, aber selbst die Runden, wo ich weiß, dass die ganz so krass Fehler voll waren. Jetzt hab ich den einfach nicht gekriegt. Wirklich, wenn man in der letzten Kurve, wo man in den dritten Gang ist, so krass ist, wenn man da über den linken Randstein fährt, dann hebt der Reifen ja so ein bisschen an. Ja. Kriegt der dann mehr oder weniger Verschleiß, als wenn man sich mit dem Ding verbremst? Test es doch, mach drauf und guck. Ja, aber da hab ich keinen, Alter, in der Dreierkurve guck ich doch nicht nach rechts. Ich glaube, die Gefahr ist größer, dass du dann gegen die Wand fliegst, weil du abhebst. Ja, das kann sein. Dass du da irgendwie Reifen. Aber der Verschleiß würde dich echt interessieren, ob dadurch, dass man keinen Kontakt hat. Oh mein, nee, Quatsch, das ist wie beim Flugzeug, wenn du wieder aufsetzt, dann. Ja, dann kriegst du richtig hart. Dann kriegst du richtig hart. Ja, weil das Flugzeug hat einen richtig krassen Reifenverschleiß. Ja. Weiß ich gar nicht, wie oft muss denn so Reifen gewechselt werden? Landen mit, keine Ahnung, 400 km/h oder so. Dann setzt du am Boden auf, dann macht der Reifen doch einiges mehr. Meinst du, die haben Ultrasoft-Reifen oder Soft? Ja, mit Sicherheit. Keine Ahnung. Schon ultra hart. Gut. Ich habe einen orangenen Dingens, aber ich fahre einfach mal weiter, das kriege ich hin. Ich habe auch kaputten Frontflügel, Peter. Mein Mikro! Ach man! Ich bin damit gerade schon eine Runde gefahren, ich kam klar. Oh fuck. Ah, ich habe ihn nochmal ab. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,7 Sekunden. Ich glaube, Felix hat vergessen, macht Probleme. Okay, Abstand zum Teamkollegen. Der Nitro geht ab. Ja. Ja, der Felix hat kein Nitro mehr. Eine Chance, meinen Teamkollegen zu überholen. Felix fährt auch erstmal normal weiter. Ja, Pause ist ja, so ein bisschen. Ja, man hört dich richtig gut jetzt. Ja. Ist besser als vorher. Ich muss mir Hilfe holen. Ja, so ist gut. Ja, Revi hilft dir bestimmt. Kannst du so lassen. Wie kann denn der Unterschied bei Mercedes so krass sein? Auf Bottas gewinne ich richtig gut. Ja, aber Hamilton und Bottas. Boah, das ist halt Bongo. Ja, richtig. Fahrer vor mir. Ist... Nein! Das war ein Frontflügel. Scheiße! Kacke! Da hatte ich mich hier gedreht. Ich weiß nicht, wie das abgegangen ist. Alles klar, Felix. Das sehe ich genauso. Du bist zwar irgendwie da, aber du bist so mega leise. Er hat eindeutig gesagt, er hat keine Ahnung, wie das abgebrochen ist. Ja, du weißt ja immer auf 300 Dezibel. Huh? Da vorne ist beschädigt, glaube ich. Nein! Jay ist tot. Nein! Oh, jetzt aber nicht mehr den Frontflügel kaputt fahren, sonst ist meine Taktik im Arsch. Hi, Jay. Ich gebe wieder alle hin. Hallo. Ja, die Forst
Nur die Ferraris sind die einzigen, die hier was können. Und Notausgang! Felix auch nochmal in der Box? Ja, weil mein. Ich muss nochmal in die Box, weil mein Rundflug ist wieder ab, weil ich hab, als ich das Mikro umgebaut habe, bin ich gegen die Wand. War er vor mir. Peter ist jetzt bei dir. 5,8. Ich bin jetzt bei Daru. Daru, wie ist die Lage, Junge? Na, Peter? Na, Daru, was ist das? So, Moment. Ich hatte Ferraris gelobt. Hab ich schon als Christian läuft. Alter, Vater. Ich dachte, du wolltest mich damit dissen. Nee, eigentlich hab ich schon nicht. Ich hab schon fast so aufgemacht. Okay, bleib hinter der weißen Linie. Da war schon von ausgegangen. So ja, klar. Ich kann ja nichts. Also, ich bin, glaube ich, langsamer als du, Daru. Ja, mach's. Jeden einen. Platz verteidigen, Peter. Ist der aus der Box mal rausgekommen? Was heißt gerade? Haut die Frontflügel halt nicht aus. Also, der ist hinter mir rausgekommen. Nee, das war nicht ich. Aber jetzt gerade. Oh, wahrscheinlich Mann. Felix, der kann ja nicht reden. Ja, das kann sein. Mach doch einfach Start, Felix, Alter. Ganz ehrlich, für ein Mikro umbauen kann man aber auf Start drücken. Der Felix ist komplett weg, ne? Ja, so kann man natürlich auch noch ins Ziel fahren, ja? Schön die ganze Zeit Pause drücken. Aber man sieht es diesmal in 2017. Da steht dann AI hinter. Ah, okay. Na, wenigstens das. Ja, weiß ist jetzt nicht so meine präferierte Reifenmischung gewesen, ey. Besser als kaputter Frontflügel. Peter, bist du da angeeckt? Das ist richtig. Nein. Das ist aber mir so. Oh, du bist so Platz 17 jetzt, ist sehr traurig. Nee, ich bin auch schon. Kannst du mich hören? Das heißt jetzt auch schon, ich bin nicht angeeckt. Bei mir bist du. Baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern? Du bist gefährlich. Wie mach ich lieber langsamer als zu schnell? Wo ich dann wieder einen Notausgang habe. Das ist bei fast jeder Kunde. Ja, Mario auch tatsächlich. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Bist du eigentlich im DRS-Modus? Ich bin erstmal im Mager-Modus und wieder auf meine Runde zugekommen. Du Kollege wieder in der Box? Was ist denn los, Felix? Felix fragt für die ganze Zeit. Ja, du hast auch über den Weg zu fahren. Krass, hat er das eigentlich kaputt gemacht? Ich würde auch weiterhin Felix Fragen stellen. Ja, das ist lustig. Er konnte ja gerade reden. Alter, Daru fährt einfach überall gegen! Das sieht nur bei dir so aus, Peter. Das ist gar nicht so. Ist so aufregend, Daru. Hier regnet? Ja, bei mir regnet es. Oh, war das knapp. Da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Also, ich habe einen Fehler gemacht, aber keinen so schnell. Wetterbericht. Du kannst früher Gas geben, sobald diese angefahrenen Reifen auf Temperatur sind. Das ist blaue Flagge, blaue Flagge. Das bleibt so nicht. Felix macht Fortschritte, glaube ich. War mal vor mir. Wir müssen möglichst eng an den Wänden vorbeifahren. Ohne Frontflügel nicht so einfach. Bist du das schon wieder gegen? Oh nein, diesmal, oh, diesmal nicht. Okay, super. Ich hab das ist aber genauso, dass es bei dir gerade nämlich auch. Was? Ich hab Fahrer hinter mir gesagt, nicht Boxen stoppen. Willst du dich verarschen? Murmelt der gerade? Fahrer hinter. Ich glaube, er murmelt, ja. Er redet wahrscheinlich mit Reben. Blaue Flagge, mach den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Gleich bin ich wieder so weit hier, aber bringt eh nicht mal rein. Was hast du gemacht, bitte? Mein Mikro ist abgebrochen, ohne Spaß, es ist einfach abgebrochen. Der Ständer ist abgebrochen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin da nicht rangekommen. Aua. Ist auch gut, dass man das Peter, in Formel 1 ein passiert. Oh. Was schön mit dir? Da kannst du halt so eine Pause drücken. Das war sehr aufwendig, das wieder hier hinzubringen. Deswegen hat das so lange gedauert. Naja, ich habe dreimal jetzt viel gewechselt, oder war es schon vierte Mal? Ich weiß es gar nicht. Man hört dich jetzt. Ich weiß, ich rede mit euch. Das ist gut. Wir haben ja auch alle zugehört. Ja, ich habe viel mehr Reifen gewechselt. Ich bin letzter und kämpfe mit 15, 16, was ich nicht darf. Deswegen kriegt gleich eine Strafe. Ja,
Ja, was soll ich machen? Schön. Ich bin jetzt schneller als die. Christian, ich muss dich gleich nicht verteilen lassen. Ich nehme alles zurück, ich bin nicht schneller als die. Und ich hab 5 Sekunden Strafe bekommen, weil ich die Flagge ignoriert habe, weil ich sie auf der langen Geraden nicht durchgelassen habe. Du musst in die Box? Ja. Achso, okay. Warum? Ja, dann fahre ich halt einfach noch eine Runde. Ich kann auch noch eine Runde fahren. Nein, mach du. Was für dich strategisch besser ist, lass es vorbei. Yay, yeah, Platz 16! Aber viel zu früh langsam gefahren. Ich habe mittlerweile 48%, das ist nicht mehr schön. Baku und Monaco sind die beiden Strecken echt. Singapur. Ich finde, Singapur macht aber wenigstens Spaß. Was? Ja. Juhu, 17! Da bin ich zweimal in die Wand. Aber eigentlich finde ich das auch geil. Ach komm, ich hab jetzt. Nee, die anderen müssen nur noch einmal stoppen. Das müssen wir bedenken. Fuck it! Ich weiß. Deswegen fahr ich ja auch. Das gibt's doch nicht! Ja, wir müssen Gas geben. Aber ich bin halt schon im Notausgang und so gewesen. Also ich hab die Zeit mal liegen lassen. Nee, war schon im Notausgang. Und Sepp dreht sich. Wieso kann ich mich nicht kaputt machen? Das gibt's doch nicht! Jawohl, Bottas ist auch nicht. Nee, kaputt machen tun nur die Lose. Alter, ich bin aus der Box gekommen, bin auf den Randstein gekommen, hab mir direkt den Frontflügel wieder an. Wieder in den Box. Das ist doch scheiße. Die persönliche schnellste Runde ist hier drin. Ja. Oh, das ist doch noch früher. Immerhin 1,50 mit weißen Reifen. Okay, das ist stark. Du bist viel schneller als ich. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, alles klar, alles klar. Ich sollte mal wahrscheinlich nicht als die sehen. Kann ich denn einstellen, dass ich gar keine Reifen... Gar keine Reifen? Was willst du denn sonst? Bin nicht gewechselt, meint er. Halt nicht gewechselt. Das ist vorbei. Nee. Warum fährst du denn nicht raus? Weil wegen dem Frontflügel. Okay, Frontflügel, aber ich will meine weißen Reifen, die ich gerade bekommen habe, nicht direkt wieder wechseln. Bottas. Wo ist der? Gerade an mir vorbei. Danke, links, wo? Fall links. Jetzt an der dritten. Ja, okay. Jetzt der Kiste da. Was fährt eigentlich da vorne? Was ist denn, wenn du wieder weiß auswählst? Ich meine, du kannst ja keinen weißen Satz reifen. Nee, ich kann halt keine weißen mehr anwählen. Und es gibt noch rote SS-Reifen. Aber hier mal die braun eigentlich hier ist. Ich wollte gerade sagen, das ist die deutsche Version, da wird die farblich nennen. Was mache ich das denn hier? Oh! Braune Mischung. Blauflagge. Ich will doch nicht noch zweimal wieder stoppen. Alles so. Christian, du bist gerade Dritter. Ja. Ah. Der ist verfügbar, das ist ja schön. Alter, mich überholen die ganzen NPCs hier in der Box. Was für Rechtachse. Ja, ist klar bei dir? Ja. Gut. Jedes Mal so ein Stift in der Hose. Ich will doch gerade. Ich will mich nur noch meinen Teamkollegen erkundigen. So. Das ist der Kopf bei dir. Alles gut. Komm gerade halt ganz gut durch. Eigentlich. Christian, lass. Fahr einfach, wie du fahren willst, Christian. Du wirst gleich. Warum? Du kommst gut ran. Oh lol. Der muss doch mal in die Box, der Bottas, wa? Okay, ja, aber du bist jetzt in Hamilton dran. Hallo. Hey, Hamilton, hey. Okay, jetzt darfst du vorbei, ich habe eine blaue Flagge. Okay, jetzt ja. Hier sind beide Christian. Ja, wir kommen da auch so. Keine Strafe bekommen, alles regelkonform. Alles wie mir das erlaubt. Du hast Christian da hinten sind. Ja, ich hol ich. Ich bin schon ja, sie müssen auch nur selbe Reifen. Ich mach jetzt einen Platz. Scheiß Auto. Also wenn man auf diese Kurve zufährt und einfach Hate, Peter, Hate. Wenn es rot bleibt, dann krieg ich immer ein bisschen Angst. Fahrer, aber das war unnötig gerade einfach. Unnötig. Fahrhilfe.
benötigt es einige schon. Nice, da, du nochmal DRS gekriegt. Jawohl, hol sie dir, da hinten. Aber das bringt hier gar nichts, schneller als 325 fahre ich eh nicht. Ja, aber du bist rangekommen. Hamilton hat eine lange Pause gehabt. Oh, Traktionskontrolle aus, ist ja geil. Fahr mal vor mir. Aber wer kommt da gerade, die lange gerade? Gibt hier einige. Na ja, so langsam. Im zweiten Sektor. Ne? Seppjö. Ich versuche jetzt, da mein Rennen ja sowieso gelaufen ist, versuche jetzt mal ohne Traktionskontrolle. Hast du ja die beste Strecke raus, wenn du ja. Mal zum Test. Ja. Oh! Okay. Achtung! Warte mal, da kommt jetzt gerade einer. Bleib mal stehen vor der Kreuz. Ich glaube, das Mikro ist wieder irgendwo da. Das Reden ist geflogen. Irgendwie klappt mir gerade noch mein Greenscreen. Moment, ist das Sepp? Ja, ich bin das. Warte, mach mal. Nein, danke, Revi. Oh, ich höre Revi. Danke, Revi. Danke, Revi. Hat Revi wieder was kaputt gemacht? Wie er sich immer in unsere Formel 1 Let's Play reinschleicht. Das hat dazu geläuten. Das nervt mich schon echt ein bisschen. Nee, ich sag's nicht. Was heißt denn jetzt gelbe S-Reifen? Ja, gelbe Reifen. Soft. What the fuck? Wer macht da Quatsch vor mir? Felix, Alter, was war das denn für eine Aktion? Ich hab noch nicht so gerichtet, ist noch immer nicht ganz ideal. Jetzt bin ich jetzt schneller. What the fuck? Nee, ich hab die Ansicht gewählt. Oh, das war. Oh, Peter, ich bin 15. Ach, Sepp, du bist hinter mir. Ah, das wird knapp. Wann haben die ihren Boxenfenster, weißt du das? Gerade. Ich hab einen überholt. Felix. Und ich bin gerade wieder in den Notausgang übrigens gefahren. Die haben meinen Frontflügel nicht gewechselt. Och Mann. Ja, weil die den für mich bereit gehalten haben. Junge, das kann doch nicht sein. Die haben meinen Flügel einfach nicht gewechselt. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Es geht. Ich trainiere jetzt einfach ein bisschen. Wann muss der Bottas denn mal in die Box, oder war der schon? In einer anderen Runde. Das geht doch gar nicht. Das war doch hinter mir. Ach komm, ey. Vielleicht hatten noch nicht alle Box, Jay. Okay. Ja, vielleicht war das Boxenfenster von den anderen noch nicht komplett. Vielleicht ist da noch eine Chance. Also keine Ahnung. Ich versuche es. Ich bin zumindest vor Wehrlein. Der fährt gerade vor mir her. Der hat die besseren Reifen. Also, aber der hat nicht die gleichen Eier, Junge. Und der hat nicht den Hate. Das stimmt, der hat die fucking sauber. Boah. Ist eine Traktionskontrolle eher beim Rausbeschleunigen scheiß oder beim Bremsen? Ja. Beim Rausbeschleunigen mache ich die größten Fehler. Okay. Weil das ist jetzt auch. Oh, Felix, hi, was geht ab? Hier, Pinky Boys wieder am Start. Oh, wow! Nicht ernsthaft, Alter. Was war da jetzt wieder los? Der beschädigte Frontflügel. Da schnappt er sich die beiden Rosen an den Zügen. Würdest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Mein Frontflügel hat einfach abbekommen, Mensch, das ist ja. Blaue Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Wo bist du eigentlich, Peter? Ich bin 17. Und wo bist du, Peter? Gerade aus Startziel. So, jetzt kommt, jetzt bekommt es schon seine Rache. Jetzt ist mir alles egal. Achso, das wird aber schwer für dich, da noch in die Punkte zu kommen. Aber ich versuche jetzt auch das Rennen zu Ende zu fahren. Ja, Übung. Ja, genau. Bei Palmer gerade. So, welcome! Oh, das tut mir leid, Stro. Oh, Alter, beim Rausbeschleunigen ist das ja richtig. Wenn der Jeff, wenn du mich jetzt wieder anlügst, sollte ich doch keinen Stopp machen. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen. Das würde ich mit dem Jeff nicht tauschen wollen. Der war hinter mir, als ich in die Box gefahren. Und ich meine, der wäre dann auch in die Box gefahren. Wenn er von Anfang an rot hatte, dann war er nicht in der Box. Er kann nicht zweimal rot. Also kann er nicht rot-rot-gelb oder so fahren? Ja, okay, das wäre auch eine Möglichkeit, aber komisch. Ja, stimmt, der hat so rot, der muss das. Strategie ändern. Das ist alles gut, dann bin ich noch bestätigt weiter. Was? Die aktuelle beibehalten? Nein! Ja, mein Himmel? Alter, DRS, Junge. Nein, das ist DRS, Junge.
Schnapp sie dir, Alter, wie die Pokémon. Komm schon, denke an deine Kindheit. Ja. Wehrlein, Junge. Christian, wo bist du auf der Strecke? Gerade? In der wievielten Runde seid ihr? Los, damit du an der Ach, Christian. Christian? 15. Felix, okay. Mann, haben wir alle Reifen und Frontflügel weg, ey. Das ist unerschöpflich hier. Kommst du auch wieder rein? Ja. Wir fahren jede Runde, fahren wir hier rein. Fahr vorbei, ich will dich nicht aufhalten. Du bist so langsam. Ja, ich bin das. Also. Gerade fährt einer Stand-Ziel, wer ist das? Ich. Will jetzt der S absnacken und an mir trainieren, oder was? Oh nein, jetzt haben wir. Das war so angenehm, als Felix noch nicht da war. Ah, jetzt war Bottas in der Box. Hamilton hat schon hier gewechselt. Leute, ich möchte euch nicht aufhalten. Nein! Oh Gott sei Dank. Da habe ich die Boxeneinfahrt vergessen, dass man Y drücken muss. Ich wollte sagen, da stand doch ein Kollege in der Boxengasse. Ja, ich bin voll gegen die Wand gefahren, weil er nicht übernommen hat. Aber ich bin noch am Start. Bottas, hi! Ausbeschleunigt ist nicht cool. Scheiße. Wir sehen geringfügige Schäden. Ach man, mein Frontflügel. Hey Peter, jetzt sag nicht, dass das wegen mir war. Nein, natürlich nicht. Ich finde diese Kurve so unübersichtlich. Ich habe da keinen richtigen Bremspunkt gefunden und. Moment, komm zur Reparatur. Ich war in der Box, hab meinen Frontflügel nicht repariert. Welche Kurve, Peter? Nein, ich hab den Frontflügel. Ganz schnell fährst und dann auf drei, genau, auf Gang 3 runterstarten und bremsen muss und dann runter, links runter. Die Kurve ist nach links und je nach dem engen Bereich. Christian, wo stehst du gerade mit der Strecke? Ich bin gerade über Station, bin jetzt am Boxenausgang. Hab natürlich nach hinten geguckt, um nach Felix zu gucken, hab wieder nach vorne geguckt und hab mich dann nicht mehr orientieren können und war dann schon zu weit. Und also war ich doch schuld. Nein, du warst natürlich nicht schuld, ich hätte ja nicht nach hinten gucken müssen. Safety Cover, nice. Ja, dann würde ich auch mal Felix wieder rankommen. Hier ist ja ein bisschen Zweiter oder Dritter. Safety Car kommt einfach nicht. Da wo Peter gecrashed ist, da muss der Safety Car kommen. Das ja, das stimmt eigentlich. Wer ist denn jetzt gleich Startziel? Ich bin gerade Startziel. Warum? Ah, okay, das bist du. Nee, nee. Das ist nicht so wichtig, Dalu. Versuch mich nur zu orientieren. Benzin ist beim Plan, Ziel minus 1. Warum hat er denn meine blöden Oh nein, Jay. Was, Jay? Oh nein, Jay! Das hätte ich nicht gedacht, dass du da direkt der Reifen abbricht. Nee, ich auch nicht. Ich hab dir gerade sogar zugeguckt. Krass. Das ist doch scheiße, ey. Nee, Jim. So habt ihr wohl gegengefahren. Ja, aber und ich habe schon gedacht, so wenigstens zu Ende fahren, ey. Ja, aber so Aserbaidschan zu Ende fahren wäre schon halt was Spezielles, weil das haben wir letzte Saison nicht geschafft. Ich wollte doch nur ein Safety Car für euch rausholen. Ja, aber das hat auch wieder nicht geklappt. Jetzt ist Danu vor mir, so eine Scheiße. War ich im letzten Rennen auch. Hast du den Monaco-Safety Car oder wurdest du den Safety Car? Ja, hatten wir auf jeden Fall beides. Alles in Monaco, aber nur. Dann gucken wir denn jetzt mal zu. Wer ist denn spannend? Bei, ohne Traditionskontrolle. Ich haben wir doch schon auf Aufnahme. Alonso hat wieder mein Frontflügel kaputt. Ah, Alonso hat sich auch kaputt. Das hat gerade richtig eingeschaltet. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Da lag gerade ein Frontflügel. What the fuck? George ist tot. Oh, aber Dalu ist auch gerade interessant. Ja, nicht mehr. Gerade den aus den Powers. Ich wurde gerade von Hamilton gedreht. Wer ist auf dem gekommen? Sepp hat im Weg. Ja, ich war ihm im Weg, das riecht dich. Ja. Aber das ist echt so. Du fährst ja toll. Nein, nein, das nicht, das ist mit Strafe. Ist nur, weil ich keinen nicht mehr. Weil mir alles egal ist. Ja, aber ich alles klar, Felix fährt Crash Turn. Die Lance Troll. Ja, Lance Troll hat mein letztes Rennen zerstört und darf er jetzt auch nicht zu Ende fahren.
Ja, aber bisher fährt er noch zu Ende. Muss aber noch mehr mit mehr rausholen. Mach ich auch noch. Jetzt kommt DRS. Ja. Saug, saug, saug. Saug, saug, saug. Saug, saug, saug. Aber bremst nicht so wirklich, ne? Da bremst. LOL! Alles klar. Jawohl! Boom, Junge! Nice, Felix! Kann er noch weiterfahren? Guter Move. Starker Move. Ja, er kann noch weiterfahren. Felix, dein Auftrag ist noch nicht erledigt. Dein Frontflügel ist beschädigt. Wen hast du denn das für kaputt? Ach, Stroll ist Bro, halt Junge. So, jetzt fährt Stroll wieder raus. Das ist jetzt spannend. Er hasst Stroll. Vorsicht, wer kommt da? Ich will dich durchlassen. Das ist Stroll. Jetzt. Nein, den Felix. Nein, ich will den, der von uns kommt. Komm, 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 fahr durch, fahr durch, fahr durch. Roll ist total verwirrt, was er mit dir machen soll. Was macht er denn? Nein. Jetzt hat er links, zieht er links vorbei. Oh, der hat dich abgezogen, Felix. Nicht lange. Warte. Oh, mein Mikro ist schon wieder so weit weg. Welchen könnte ich ein bisschen ausbremsen? Nein, jetzt in die... Jawohl, jawohl. Der NPC ist immer so verwirrt, wenn sowas passiert. Oh, da ist noch jemand. Alonso macht mit, ey. Will auch Party haben. Oh, jetzt ist Alonso zwischen dir und deiner Opfer. Deine Prey. Ich hab keinen Flügel mehr. Ist komplett ab. Oh nein, ja. Stroll wird dich einfach abziehen. Ja, wieso ist Stroll so schnell? Der dürfte auch keinen Flügel mehr haben. Ja, also der ist ziemlich ganz, wenn ich mir den so angucke. Warte mal, Felix. Dena, 30 Sekunden, hat die Kurve abgekürzt. Oh, Hülkenberg ist gegen die Wand gefahren einfach. Der steht da einfach. Damit habe ich nichts zu tun. Oh, Sam. Ja, ich mach dir mal wieder ein bisschen Platz, Felix. Ja, danke. Jetzt hat Felix wieder auf Stroll aufgehört. Buh, Junge! Oh! Du kriegst du dem aber nicht den. Warum hast du wieder den Frontflügel? Was bist du für ein Cheater? Oder ist das Sepp gewesen? Oh, was passiert denn da jetzt gerade? Da? Ach du, das kriegst du ja kurz vorbei. Ja, nicht schön. Fahr vorbei. Sorry, Chris. Jetzt ist Stroll weg, Mann! Ja, aber der muss mir gleich Platz machen, damit der langsamer. Boah, den, Alter, was hältst du aus? Ja, weißt du, und ich mach einfach so mit 50 km/h einen Unfall, ja, so ein und bin Dutch, tot. Ein Dutch, ja, was bei dir? Ja, ey, hast es doch kacke. Ich möchte einen neuen Wagen für die nächste Saison fordern. Nein! Oh, den Ohr! Was? Komm, ich bleibe im Leben! Auf ja, der hat Schiss vor Dena. Der hat Angst um sein Leben, Junge. Ja. Der fällt nicht in die Box! Oh nein, 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 nein! Du musst dich schon entscheiden, ob du in die Box fährst oder ich weiter geradeaus. Ich wollte in die Box! Ja, dann hast du aber falsch entschieden! Ja, warte halt eine Runde. Ja, du hast auch schon geschafft. Wir haben Jose 4 Minuten. Felix und Sepp haben mich übrigens noch nicht überholt. Schöner Dreher, Felix. Jetzt schießt du genauso, wie du wolltest, aber ne? Schon. Du hast mich mittlerweile. Ja, sieht besser aus. Oh. Ich dachte, du willst dich richtig hinstellen. Aber dabei bin ich wenigstens nicht mehr letzter. Das oh, ich bin als erster rausgeflogen. Ich bleibe letzter. Das ist echt bitter, Mann. Ich habe um Wehrlein und Palmer gekämpft. Die waren 11. und 12. Er hätte echt Punkte noch geben können mit ein bisschen Glück. Scheiße, Mann. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Dann verliert man zu. Guck mal kurz, wo Stroll ist. Okay, Stroll braucht noch ein bisschen bis zu dir, Felix. Österreich und noch Großbritannien. Österreich ist super. Da freue ich mich drauf. Hallo, Dena. Österreich hat so richtig krasse Reifen. Sorry. Dena fährt rückwärts in die Box. Ich wollte nur schnell aus deinem Weg raus. Österreich wird sehr hart. Man kommt ins Stroll. So, Stroll ist jetzt übrigens auf der langen Geraden sofort, Felix. Okay. Bleib auch mal auf Strolls Perspektive. Ich bleib auch auf Strolls Perspektive. Du kannst Felix sehen, danke. Okay. Ja, Strolls Perspektive ist auf jeden Fall interessanter, glaube ich. Wo ist Felix denn? Auf jeden Fall. Wer ist weitergefahren? So, jetzt ist er aber Start und Ziel. Letzte Kurve davon. Jetzt muss er geradeaus fahren. So, jetzt kommt erst Christian, glaube ich, und dann müsste Stroll kommen. Kurz danach. Okay. Wenn er dich überholt, Felix. Er ist jetzt in der ersten Kurve durch. Jetzt kommt die zweite Kurve auf die nächste lange Gerade. Aber Chris ist vor ihm, ne? Ja, Chris ist vor ihm. Perfekt, ja gut, dann ich warte am Schloss.
Oder eine Burg da. Ja, da kannst du den einkesseln. Ja, genau. Ich wette, der benutzt aber wieder Ghost. Richtiger Cheater. Nein, Stroll. Oder ist das ein anderer Ferrari? Ja, okay, von der Platzierung. Nee, 16 Sekunden. Ja, das ist, ja, okay, aber du hast da halt kommt voll Christian überrundet. Jetzt gerade. Siehst du den auf deinem. Ja. Der fährt jetzt da in die Straße rein, wo du auch drin stehst. Ja, Christian. Jetzt an dir vorbei. Stroll ist jetzt sofort in der Kurve. Jetzt ist er in der Kurve. Was hast du vor? Er ist jetzt sofort bei dir. Da ist er. Wett mal, du bist unsichtbar. Ich bin 100 Pro, Alter. Oh, er will aber, er ist sauer. Jetzt rammt er weg. Oh! Felix, voll versagt, Alter. Voll versagt, ey. Aber richtig. Hey, bekomme ich noch. Ja, das will ich sehen. Ah, oh, ja, sehr schön, Felix. Alles klar. Mann. Felix hat mich nicht überholt. Oh, nicht gemacht, Felix, Alter. Och Gott, ey. Ach, was eine Scheiße. Teamkollege in der Boxengasse. Ja, ich muss noch mal kurz in die Box. 4 Runden noch. Ja, kann ich mir wieder auf die Schulter klopfen. War der Beste ohne Traktionskontrolle. Ach, scheiße. Ich war auch ohne Traktionskontrolle. Du zählst nicht. Du hast am Anfang... Ja. Aber ich muss sagen, das ist echt hart, aber ich komme immer besser damit klar. Ja, fährst du auch ohne? Ab jetzt. Oh, Felix. Hey, war Felix. Ich bin vor Peter. Ja, ich bin als Erster rausgeflogen. Felix, ich bin kaputt, ja. Ja, weil du auf der Strecke gerade noch fährst. Nee. Bei mir bist du, ich bin gerade an dir vorbeigefahren, auf der Strecke. Nee, bin ich eigentlich nicht. Aber jetzt ist er despawned, glaube ich. Oder meine beiden Opfer waren Lance Stroll und Fernando. Viele Denas können aber gar nicht mehr fahren. So viele Pinke waren, du bist ja der andere Pinke. Alter, okay. Und die sind beide letzter. Wir gucken jetzt zu. Dalo und Sepp. Ja, Dalo vielleicht. Mir muss nicht zugucken. Ich fahre ganz langsam und warte auf Emil. Oh Gott! Ich fahre jede Runde in die Box, aber es hat zeitlich noch nicht gepasst, dass ich richtig rauskomme. Was ist denn Hamilton gerade? Ja, er ist gerade an mir vorbei, ich hab's halt verkackt gerade. Naja, gerade bei dir vorbei, der ist schon mal. Nein, ich bin in die Box gefahren und während ich in der Box war, ist er vorbeigefahren. Da habe ich das Timing verpasst. Ich glaube, das zu timen, dass du genau aus der Box rauskommst. Ja, das hatten wir schon mal. Christian, welche Runde bist du? 23 jetzt. Scheißrennen, ey. Aserbaidschan ist so eine Kackstrecke. Na, kann ich nur zustimmen. Ist denn Christian noch? Christian, du kannst gleich starten und zielen, ne? Hauptsache, Moment, Eriksen holt. Nein, Eriksen hat 8. Er ist 8er, der hat keine Punkte gekriegt. Oh nein! Oder ist das Wehrlein, der keine Punkte hatte? Ich hab keine Ahnung. Einer von den beiden hatte keine Punkte bislang. Fuck, jetzt nur noch 3 Runden. Ja, da muss er aber noch ganz schön bald Schützenhilfe laden. Sonst wird er nichts mit. Wow! Ich wollte in die Box, die Säcke! Das war Bottas, oder? Ja, das war Bottas. Ich wollte in die Box und der hat mich auf die Strecke gehauen. Doch, Arsch. Muss ich noch ein Ründchen fahren? Aber die Runden gibt es nicht mehr. Naja, viele Runden gibt es nicht mehr, das stimmt. Damit eine vernünftige Zeit mal. Ich hab noch 4 Minuten auf Sepp, das sollte gehen. Lass noch ein bisschen vor der Vakuum machen. Wer will hier vor? Ricciardo. Hilft das eigentlich dann, wenn du Traktionskontrolle auf Mittel anhast, genauso zu fahren, wie wenn du es raus hast? Nee, bloß nicht. Und dann lieber ein bisschen mehr durchtreten? Was? Nee, du musst fahren, als du ist viel, viel schwerer als im Regenrennen mit Traktionskontrolle. Ja, aber wenn ich gebe dir jetzt ein bisschen leichter Gas. Ja, muss wenn halt ich das auch jetzt machen würde bei Traktionskontrolle Mittel, hätte ich dann auch einen besseren. Dann würde die Traktionskontrolle greifen. Ja, aber sollte ich dann das mal nehmen, diesen Skill, oder sollte ich einfach wieder voll drauf fahren? Solange du kannst, dann solltest du halt voll drauf fahren, weil das ist ja schneller. Ich weiß halt nicht, ob es dann zwangsläufig, wenn die ganze Zeit die
Wenn die ganze Zeit die Traktionskontrolle an ist, ist das auch nicht gut. Ja, deshalb, was meinst du? Das kostet halt auch Reifen. Und macht die geblickt schneller. Am besten ist, wenn du sie gar nicht ziehst. Ja, dafür müsstest du halt perfekt fahren. Das war der Flügel. Das war der Flügel. Man hört den, wenn man drauf achtet, dann hört man halt immer auch die Traktionskontrolle, wenn sie an ist. Das ist denn dahinter, wie Christian kommt, ne? Hamilton. Hallo, der Hamilton ist aber noch weit weg von der Box. Ja, aber ich muss erstmal kurz in die Box. Ich kann ja auch später losfahren. Das stimmt. Du kannst warten. Christian, wo bist denn du gerade? Sepp, weiß nicht. Sepp, hier muss ich bremsen. Ja. Ich kann dir sagen, Dalu, wann du losfahren sollst. Ey, der hat mich auch noch. Der lässt mich automatisch raus. Also du darfst nicht zu lange warten. Okay. Da ist er im Notausgang, ist ein NPC, oder? Ich glaub schon. Der war nicht die Abseits. Oh. Ah, okay, das war. Na, hallo, Vorsicht! Palma did not finish, Junge. Das war der gesamte Rest. Da steht der Lieferding jetzt, ey. Crash Derby! Ich muss sagen, echt gute Traktion. Das ist haarig. Du brauchst echt viel Training für. Ist er damit dann noch so gefahren, das ist echt nice. Ja, ich würde lieber die Ideallinie wieder anmachen als die Traktionskontrolle. Ja, definitiv. Ja, das ist viel schwieriger. Das wird definitiv mehr bringen. Also, Ding ins Aus ist schlimmer. Warte, wo bist du eigentlich? Oh, das stärkt meinen Monaco-Sieg, fällt mir gerade ein. Aha, das stimmt. Toll. Ich dachte, ich gewinne mit Traktionskontrolle. Wie utopisch das war. Im Regen, by the way. Ja, richtig. Deswegen sei ja, wie utopisch das war. Er hat sich ja noch als Regengott hingestellt. Aber vielleicht. Ey, ich bin Fünfter geworden. Ich bin Fünfter geworden mit. Hier in der Quali. Alles also, nur Spaß. Mit. Relativ. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du bei Regen Vorteil hast, wenn du da etwas von Klassen vielleicht will ich auch nicht. Dalu, wo bist du? Bei der Burg? Sogar. Ja. Super viele Regen. Erst was hinter dir. Ja, dann hast du ja Regen geübt. Erst was hinter mir. Ja, aber ohne, Traktionskontrolle. Er biegt, ich sag dir, wenn er an der Burg ist. Okay, ich habe also noch. Er ist jetzt an der Burg. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich will nicht, dass er auf der Geraden. Nein, nicht wegballern. Also, ich will nicht so, dass ich ihn einfach ramme. Ich will einfach nur. Aber das ist jetzt die letzte Runde, oder? Ja, das ist die allerletzte Runde. Verlangsam, das ist die allerletzte Runde. Aber für euch ist das die letzte. Ach du Kacke, ich weiß nicht. Ja, es ist hinter dir. Ja, da ist er. Los, Dalu. Oh, ich Dalu. Muss wieder einscheren. Warum ich Hamilton raushauen? Ich will ihn nicht raushauen. Hau ihn weg, Dalu. Hau ihn weg. Nein, er hält ihn nur auf. Vorsicht! Vorsicht, hinterher! Ich wusste überhaupt. Weil das ja schon türkisch ist. Das war lame, Dalu! Ja, das ist halt lame. Ich will ihn ja nicht. Du kannst ja Christian noch nicht überführen. Ja, aber damit ist er an 2 Sekunden rangekommen von 5. Ja, okay, das haben die doch letztes Rennen auch schon gemacht. Aber ich habe keine Strafe bekommen fürs. Ja, aber keine Strafe fürs Ding. Ich habe ja nichts falsch gemacht. In der Hinsicht. Es ist eine Runde hast du noch. Ja, das ist ja kein Serious. Eine Runde habe ich noch. Ihr habt mir erstmal die letzte. Ich bin gerade aus dem Rennen gefahren. Ihr Säcke. Das war ihr. Ja, weil jeder gelogen hat. Wie gesagt, das ist die letzte Runde. Chris, versau's nicht. Der hat mich gesagt, das war die letzte Runde. Ich bin gerade aus dem Rennen. Also, ist schneller als ich. Ja, der ist schneller als du. Schnell bremse ihn aus. Ey. Ramm ihn weg. Der ist schneller als du. Der ist viel schneller. Schnell eben reinbremsen! Hör nicht auf Felix. Felix ist verrückt. Felix ist der Teufel auf deiner Schulter. Ja, ohne Spaß. Nein, ich glaube, du fährst das jetzt easy. Ich glaube, ich bin in Vaku noch nie angekommen. Ja, Na! Oh. Deine Chance, jetzt eben reinbremsen. Die Kamera schafft nicht hinterher zu fahren. Ich will noch was sehen. Warte, oh Mann. Jetzt innen rein! Ich will noch zu Ende fahren. Nee, nicht so schnell. Guck mir das Spektakel jetzt hier noch an. Das ist auch
Auto. Sehr schön, rein, rein und so, jetzt Gas geben. Letzte Chance, hier ausbremsen. Bremst aus, da kann nichts passieren. Links rein. Oh, da kann nichts passieren. Alles klar. Ja, mit Zelt Hamilton. Ja, ihr habt 10 Sekunden Zelt Vorsprung Christian. Auf Bottas. Jetzt nochmal DRS. Du bekommst nochmal DRS, das kann doch was werden. Das ist echt gut. Der ich ist! Kann mich nicht mal ansaugen. Guck mal, ich komm nicht mal an den Rand. Doch, und der ist ja erst gleich an. Oh nein. Los, der ist an, los! Du schaffst es, Chris! Ja, Mann! Los, geh vorbei! Was ist das? Wow. Alter, Christian! Jawohl! Bei mir steht der 0033, Junge! Ja, nice! Bei mir steht, dass Hamilton gewonnen hat. Was steht bei Jay? Christian hat gewonnen. Bei mir steht Christian hat gewonnen. Bei mir stand Hamilton. Dankeschön, Jan. Voll geil, Alter. Du bist am Ende noch kollidiert aus meiner Perspektive mit der Wand. Ja, du warst auch ultra knapp mit der Wand. Boah, ich dachte schon da, Reifen ab einfach direkt vom Ziel. Ja, ich hab immer Dena mich ausgenutzt. Das war die letzte Runde. Hieß. Ja. Aber wirklich. Ja, sehr schön. Sehr schön, Christian. Glaub, jetzt fällt auch noch, möchte ich mal kurz sagen. Sepp ist an Sand fällt auch noch. Nein, ich war der Erste nach den Top 2, der das Ende hat. Ja, aber du hast es zu Ende gefahren. Ja, das. Was denn? Du bist nicht für Zeiten gefahren mit der Traktionskontrolle. Das sehe ich jetzt noch. Jetzt ist es jetzt so. Ich habe nicht so viele Zeiten mit Vögel gemacht und ich sehe die. Was ist denn mit Halmer und Hülkenberg passiert? Sind die auch raus? Ich sehe ja immer nur meine Beste aktuell. Ja, aber du. Na! Alles klar! Christian, zwei in Folge. Ja. Mann, stark. Ja, weil nein, weil Stall ein Teamrennen. Ja, deswegen. Also wegen Team. Vorsicht, der Flügel ist weg. Ich hab da noch reinzufunken, sonst hätte ich mich nämlich irgendwo neben das Ziel gestellt, aber dann wäre vielleicht noch scheiße aus. Bestimmt, das wirst du auch disqualifiziert. Ja, nee, nicht stehen bleiben, aber langsam fahren. Und keine Ahnung, Hamilton und Christian boxen sich hier noch auf der letzten Stelle und ich stehe dann links am Rand und irgendeiner fährt mir rein. Das wäre ja uncool. Ja, wir haben es ja auch alles auf Kamera, also das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Wie lang fährt es denn? Ah, das ist der Ding. Ich komme gerade. Ja, okay, Red Suit. Neum. Dum, dum. Erledigt. Oh Mann. Ach Gott, ey, was für ein Rennen hier. War schön, Christian. Das war gut. Ja, das war echt gut. Also eigentlich finde ich schon ganz gut, einfach angekommen zu sein, weil das habe ich letztes Jahr nicht mehr geschafft. Alles jetzt direkt als Erster hier. Qualifying ist ja auch Zweiter geworden, oder? Also in der Quali-Zeitmäßig. Genau. Aber normalerweise hätte Hamilton gewonnen. An dem nee. Habe ich nicht gesehen. Nee. So, einmal nochmal alles zeigen für die Pinguinfresse. Alter, unseren Statistiker. Wie viel Zeit hat Chris? Guck mal, ich habe eine 5-Sekunden-Strafe bekommen und die war, als ich aus der Box rausgefahren bin ich über die weiße Linie gekommen. Ja, alles regelkonform gemacht. Werlein hat noch keinen Punkt bekommen. Sehr gut. Nichts faul, ja. Alles nach den offiziellen Formel 1-Regeln. Was sind das jetzt? 33.000 oder was? Sogar die Anzeige war ja von Spieler zu Spieler falsch. So knapp war das. Also bei mir steht hier 100stel, 10stel, 1000stel. Also 10, 3 Zehntel und. Force India damit leider weiterhin nur auf 7. Ja, war nicht unsere Strecke Österreich, Felix. Österreich könnte unsere Strecke sein, Leute. Da geht's dann nächste Woche weiter. Heute war bei mir absolut gar nichts. Immerhin war das Mikro zwischendurch mal weg, da musste man mich nicht hören. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Haut rein. Tschüss. Bis nächste Woche. Ja, mach's gut. Ciao.